Der dritte Vortrag ist nun von Dr. Luc Biedermann über was für Therapien dürfen wir in nächster Zukunft erwarten. Luc Biedermann ist ebenfalls an der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Universitätsspital Zürich. Vielen Dank, lieber Stefan. Ich danke natürlich auch Pascal als Vorredner. Ich habe jetzt die Aufgabe, sozusagen die Thematik von Pascal Frey jetzt ein bisschen fortzusetzen. Er hat Ihnen ja jetzt exzellent gezeigt, was Sie alles an therapeutischen Möglichkeiten bereits schon haben. Und Sie haben gemerkt, dass das relativ viele sind. Ich wurde jetzt gebeten, von Bruno und der Organisation ein bisschen etwas zur Zukunft zu sagen. Und vielleicht fange ich mal hiermit an. Bekanntlich war früher ja alles besser. Und wenn man jetzt bei der Therapie der IBD sich das mal anschaut, dann war es vielleicht nicht alles besser, aber es war zumindest deutlich einfacher früher. Wenn Sie hier schauen, Sie hatten vor einigen Jahrzehnten eigentlich genau zwei Therapieoptionen, nämlich Steroide und die ganz schweren Patienten, die haben dann vielleicht mal das Imurec bekommen. Das war die Tablette, die es damals gab. Und damit hat sich es dann gehabt von den Therapiemöglichkeiten. Und in den letzten Jahren, und ich denke, das hat Pascal Frey wunderbar gezeigt, wird dann die Landschaft der verschiedenen Therapien zunehmend unübersichtlich. Und ich zeige Ihnen jetzt hier mal so ein Bild, wo die Entwicklung der verschiedenen Medikamente aufgeführt ist. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie schon von Weitem, das ist tatsächlich unübersichtlich. Hier hat es einen Haufen verschiedener Namen drauf. Es sind nicht nur verschiedene Namen, sondern diese einzelnen Kuchenstücke mit den verschiedenen Farben repräsentieren praktisch verschiedene Arten, wo in welchen Bereichen Entwicklung vorangeht, wo man die IBD therapieren möchte. Da gibt es dann so Dinge, wie dass man die weißen Blutzellen, die Lymphozyten speziell behandeln möchte oder man möchte bestimmte Botenstoffe, das sind die Zytokine, angehen. Oder es gibt dann auch Therapieentwicklungen, wo es um Mikrobiota, also Bakterien geht, weit über den Probiotika hinaus. Und Sie sehen hier, da sind sehr, sehr viele Dinge in Entwicklung. Das sind die äußeren Namen hier in diesem Kreis. Und dann gibt es Studien, je weiter die in der Entwicklung fortschreiten, desto mehr nähern wir uns jetzt dem Zentrum. Und im Zentrum, Sie können das wahrscheinlich nicht gut lesen in dieser Auflösung, aber im Zentrum stehen dann die bekannten Namen, nämlich die, die Pascal Frey eben erwähnt hat. Das sind dann die zugelassenen Substanzen. Und wenn wir vielleicht nochmal uns überlegen, wie das früher war mit der Medikamentenentwicklung bei IBD, dann war das eigentlich in diese Richtung hier. Das war sehr vieles Zufall. Deshalb habe ich hier das Popcorn gewählt, weil ich mir das so vorgestellt habe, dass irgendwann in der Steinzeit mal so ein Popcorn, ein Maiskorn praktisch in einen heißen Topf gefallen ist. Und man hat gemerkt, da ploppt was, da kommt was Schönes raus. Das schmeckt gut. Popcorn ist erfunden, Zufall, wir haben was gefunden. Und so war das bei den Medikamenten in der IBD eigentlich auch. Und das beste Beispiel hierfür ist unter anderem auch das Infliximab. Also die TNF-Hämmer, die wurden eigentlich auch für andere Dinge geplant in der Entwicklung, nämlich vor allem die Blutvergiftung, die Sepsis, also Patienten, die auf einer Intensivstation mit einem schweren Infekt liegen. Und man hat dann eigentlich eher per Zufall gemerkt, dass das besonders gut auch bei immunvermittelten Erkrankungen und Morbus Crohn-Patienten zu wirken scheint. Also das war eher Zufall. Und jetzt ist es eigentlich so, wenn wir die neue Medikamentenentwicklung uns anschauen, dann haben wir eigentlich eine Entwicklung weg vom Zufall hin zum Reißbrett. Also es wird jetzt vermehrt richtig am Design gearbeitet. Man überlegt sich, welche Botenstoffe wollen wir wie behandeln, damit wir etwas erreichen können. Und was auch ein Trend ist in der Entwicklung der Medikamente. Früher waren die Medikamente sehr breit, deshalb hier die Pusteblume. Also die Wirkung war diffus. Man wusste gar nicht so genau, wo das überall wirkt. Und da ist jetzt eben das Steroid und das Imurec ein gutes Beispiel. Und mittlerweile mit dieser Entwicklung der Reißbrettforschung, der gezielten Therapie, ist das eben alles viel genauer geworden. Pascal Frey hat es schon erwähnt. Wenn wir jetzt in diesem Kuchenstück Anti-Integrin sind, das Beispiel Vedolizumab, das Entyvio,
Studie, das kennen Sie. Das ist so ein ideales Beispiel dafür, dass man hergegangen ist und gesagt hat, wir wissen jetzt ganz genau, wie diese Entzündungszellen im Darm aus den Blutgefäßen auswandern in die Darmschleimhaut. Und wir versuchen jetzt genau dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip nur im Darm zu hemmen. Und das war jetzt ein Beispiel dafür, wie Medikamentenentwicklung ganz gezielt funktionieren kann. Und das Entyvio ist dann wunderbares Beispiel dafür. Gezielte Entwicklung ist wichtig und ich greife jetzt mal das Beispiel auf aus einem anderen Kuchenstück. Wir sind jetzt bei den Entzündungsbotenstoffen und Pascal Frey hat vorhin schon das Stelara erwähnt und wir haben die Frage vom Zuschauer gehört, der mit der Stelara-Wirkung nicht zufrieden war. Jetzt gibt es beim Stelara eine schöne Veranschaulichung dafür, dass die Medikamentenentwicklung versucht, immer gezielter zu werden. Ich habe Ihnen hier mal dieses Bild aufgeführt. Da sehen Sie, das Stelara ist dieser rote Antikörper hier, der wirkt gegen Interleukin 12 und 23. Das sind jetzt also zwei Entzündungsbotenstoffe. Und man geht jetzt her und sagt, eventuell könnte es doch besser sein, wenn wir eigentlich nur diesen Botenstoff hier hemmen. Und das kann man, indem man nämlich diese blaue Komponente hemmt. Und das kann man mit diesen Medikamenten hier, die gegen diese blaue Komponente gerichtet sind. Das wäre also die Idee, wir versuchen jetzt gezielter als das Stelara zu werden und gezielter zu hemmen. Und dann könnte man sich natürlich fragen, ist gezieltere Hemmung denn auch wirklich besser? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Ich habe Ihnen hier mal den bekannten Fußballer mitgebracht. Der wird natürlich mit einem Smile sagen, gezielt ist immer besser. Und der ist ja bekannt dafür, dass er gezielte Flanken schießen kann. Am Strand auch vielleicht nach ein paar Drinks. Das Video soll, glaube ich, ein Fake sein, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie gezielt hier der gute Herr vorgeht und die drei Bälle versenkt. Also er wird jetzt natürlich sagen, gezielt ist immer besser. Wie ist das jetzt mit diesem Vergleich Stelara gegenüber den neuen Medikamenten, die gezielter sind? Ist das wirklich auch besser in der IBD? Die Antwort ist, wir wissen das noch nicht so genau. Wir wissen es aber in der Dermatologie. Ich hatte Ihnen gerade das Bild gezeigt von der Schuppenflechte. Die Schuppenflechte ist eigentlich eine Erkrankung, die sehr nah verwandt ist mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Auch das Immunsystem reagiert hier über und wird gehemmt. Und in der Schuppenflechte haben wir in den letzten Jahren gelernt, dass die gezielte Hemmung von nur diesem Interleukin 23, also diese Weiterentwicklung vom Stelara, das ist diese obere Kurve hier, diese Medikamente in der hohen Dosis, die waren deutlich besser als das Stelara. Das gilt jetzt für die Schuppenflechte. Ob das bei Morbus Crohn und Colitis auch so wird, wird sich in den nächsten Jahren noch zeigen müssen. Aber ich denke, es gibt die Hoffnung, dass wir, wenn wir gezielter nur ein Molekül von diesen beiden hemmen, dass wir vielleicht auch höhere Dosen geben können, weniger Nebenwirkungen haben, noch weniger Nebenwirkungen und eventuell eine bessere Wirksamkeit. Also das war das Beispiel in der Medikamentenentwicklung. Wir gehen immer gezielter vor. Jetzt gehe ich noch in eine andere Richtung. Sie sehen hier den grünen Mann. Es geht so ein bisschen jetzt um das Schrübele, würde man auf Schweizerdeutsch sagen. Also ein bisschen das Justieren oder auch Feintuning, würde ich es nennen. Pascal Frey hat Ihnen gerade schon die Tablette erwähnt, das Tofacitinib, das Xeljanz. Und jetzt möchte ich mal in dieses Kuchenstück der Weiterentwicklung gehen. Jetzt geht es zu den sogenannten JAK-Inhibitoren. Die JAK-Inhibitoren, was machen die eigentlich? Das hier ist eine Zelle, eine menschliche Zelle im Schema aufgezeigt. Und was die JAK-Inhibitoren eigentlich machen, die setzen an dem Signalweg an von den Entzündungsbotenstoffen in den Entzündungszellen und blockieren den gezielt, dass dann praktisch im Zellkern hier das Abschreiben dieser Informationen für Entzündungsbotenstoffe und wichtige Entzündungsproteine nicht mehr gleich funktioniert. Das ist so der Ansatzpunkt dieser JAK-Inhibitoren. Und jetzt zeige ich Ihnen hier eine furchtbar komplexe Grafik, wo ich Ihnen einfach veranschaulichen möchte, wenn Sie sich vorstellen, dass diese Entzündungsbotenstoffe jetzt hier an der Zellwand angreifen, dann sitzen jetzt hier diese verschiedenen JAK-Moleküle, die durch diese Tabletten gehemmt werden können. Und Sie sehen schon, die haben verschiedene Namen und dann geht es dann eben ins Ablesen dieser Informationen und dann im Zellkern passiert dann das, dass die entzündliche Information geändert wird. Und was Sie jetzt machen können und deshalb das Beispiel mit dem Feintuning, Sie können jetzt versuchen, ganz viele verschiedene
von diesen JAK-Inhibitoren zu entwickeln. Und genau das passiert momentan. Das Tofacitinib ist das Xeljanz, was momentan schon auf dem Markt ist. Aber es gibt einen Haufen unzählige andere JAK-Inhibitoren, die momentan entwickelt werden. Und was machen die jetzt anders? Die hemmen unterschiedlich stark diese verschiedenen JAK-Moleküle, die es in den Zellen gibt. Also das ist das Feintuning. Je nach Substanz, die es hier gibt, werden die unterschiedlich stark gehemmt. Und das kann durchaus sehr große Unterschiede dann nach sich ziehen, wie stark diese JAK-Inhibitoren nachher bei Colitis oder Morbus Crohn wirken oder eben auch nicht. Und was vielleicht noch entscheidender ist, wenn Sie auch nur geringe Änderungen in diesen Wirkungen erzeugen können, können Sie in puncto Sicherheit wahrscheinlich große Änderungen auch erzielen und natürlich dann im positiven Sinne. Also das Feintuning in der Medikamentenentwicklung ist ja nicht nur wichtig für eine bessere Effektivität, sondern vor allem auch für eine bessere Sicherheit. Und ich habe hier die große Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahren viele neue von diesen JAK-Inhibitoren sehen werden, die vielleicht weniger Risiko für die Thrombosen, den Herpes Zoster und Infektionen, wie Pascal Freies eben schön gesagt hat, haben werden. Ob das dann wirklich auch eintreffen wird, wird sich noch zeigen, aber das ist so eine der großen Hoffnungen. Also das ist das Feintuning bei den JAK-Inhibitoren und ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, dass Sie nicht nur einen Knopf zum Drehen haben, sondern dass es sehr, sehr komplex ist, dass man hier mit ganz vielen Medikamenten verschiedene Stellschrauben hat und dass wir da viel erreichen können. Jetzt möchte ich noch in ein anderes Kuchenstück gehen. Ich hatte Ihnen vorher erwähnt, man kann auch versuchen, die Lymphozyten, die Entzündungszellen zu hemmen. Sie haben schon gehört, auch von Gerhard Rogler, wie wichtig sie sind in der Entzündung im Darm, aber auch in der Entzündung in anderen Organen, Gelenkmanifestationen, vielleicht auch Hautentzündung. Und jetzt gibt es hier die Idee, dass man praktisch diese Lymphozyten, dass man denen Hausarrest auferlegen kann. Was meine ich damit? Also die Lymphozyten sind eigentlich im lymphatischen System im Körper gespeichert. Wir alle haben Lymphknoten und Lymphbahnen. Es gibt also praktisch Ansammlung von diesen Immunzellen. Die werden hier gespeichert, die reifen hier, die wachsen hier und die können dann bei Bedarf im Rahmen von einer Entzündung oder einer Infektion auswandern über diese Lymphbahnen ins Gewebe. Und bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen tun sie das auch, und zwar vermehrt und leider eben auch oft zu vermehrt, also inadäquat oft. Das heißt, sie laufen sozusagen Amok, laufen zu stark in den Darm und erzeugen da die Entzündung. Und wenn man jetzt Hausarrest auferlegen kann, wenn man jetzt versuchen kann, dieses Auswandern zu verhindern, könnte man eventuell Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gut behandeln. Und das ist die Idee von diesen Sphingosin-1-Rezeptormodulatoren, das ist ein furchtbarer Name. Das Ozanimod wird ein Medikament sein, was sehr bald schon auf den Markt kommen wird für Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Es gibt es bereits bei der multiplen Sklerose. Und hier nochmal eben die Idee, also diese Lymphozyten, die weißen Blutzellen, die in den Lymphknoten gespeichert sind, die müssen praktisch hier auswandern in den Lymphbahnen und sie werden durch diese Medikamente daran gehindert. Und die Idee ist, dass man damit die Entzündung gut behandeln kann. Und die ersten Studien, die jetzt abgeschlossen sind, sind da sehr viel versprechend. Ich erhoffe mir, dass das Medikamente sind, die tatsächlich auch gerade für Patienten, die auf die jetzig erhältlichen Medikamente nicht ansprechen oder nicht mehr ansprechen, dass diese Patienten hiervon profitieren können. Jetzt möchte ich noch etwas ganz anderes kurz erwähnen, sozusagen noch einen neuen Weg der Therapie. Sie haben vielleicht gemerkt, all die Medikamente, die Pascal Frey und ich bis jetzt erwähnt haben, die haben vor allem vor, die Entzündung zu behandeln. Und wir haben schon gehört von Pascal Frey, die Seilbahn, dass man praktisch, gerade wenn es vernarbt ist, dann eigentlich nur noch operieren kann, dass dann die Operation notwendig ist. Es ist sozusagen die Idee, das alte Dogma bei uns, wenn erstmal die Vernarbung da ist, dann kann man sowieso nichts mehr machen. Vernarbung, da kann man höchstens noch mechanisch tätig werden, vielleicht noch dilatieren mit einer Endoskopie oder vor allem eben den Chirurgen mit seinem Skalpell bitten, diese vernarbten Stellen zu entfernen.
Jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren eigentlich vermehrt gezeigt worden ist, dass man auch Vernarbung im Körper durchaus behandeln kann. Es gibt vor allem bei der Leber gute Hinweise, dass man eine Leberzirrhose, das ist sozusagen das Extremstadium einer Vernarbung, umdrehen kann, und auch bei anderen Erkrankungen funktioniert das. Und was ich sehr faszinierend finde, ist, dass nun wirklich vermehrt auch Forschung kommt, dass man die Vernarbung im Darm mit Medikamenten angehen kann. Und vielleicht wird es so sein, dass man Strukturen, also Engstellen im Darm, tatsächlich auch medikamentös sehr bald behandeln können wird und dass man vielleicht sehr viele Operationen, gerade beim Morbus Crohn, wird verhindern können. Ob das so sein wird, das werden die nächsten Jahre zeigen, aber das wird eine spannende Entwicklung und da bin ich sehr gespannt drauf, ob wir da neben der Behandlung der Entzündung endlich auch mal diese Vernarbung medikamentös angehen können. Ich möchte noch dieses violette Kuchenstück kurz erwähnen, die Bakterien, die Mikrobiota-Therapie. Das ist ja etwas, was Sie als Patienten immer auch sehr interessant finden. Viele von Ihnen interessieren sich auch für Probiotika bei der Colitis ulcerosa. Die haben da einen durchaus einen gewissen Stellenwert und wir sehen immer wieder Erfolge mit Probiotikatherapie. Viele von Ihnen kennen auch, wenn es um Mikrobiotatherapie geht, das hier, die Stuhltransplantation. Wir alle werden immer wieder von Ihnen gefragt, sollen wir nicht einfach Stuhltransplantationen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn machen? Naja, die Stuhltransplantation hat viele Probleme. Erstens mal ist sie sehr ungerichtet. Man nimmt da halt einfach einen großen Haufen von dieser braunen Substanz voll mit Bakterien, mixt das und gibt das dann via Darmspiegelung dem Patienten. Das ist sehr ungerichtet. Man nimmt da eigentlich eine riesige Zahl von Bakterien und tut und verändert und die Erfolgszahlen bisher sind leider auch nicht sehr gut. Was man jetzt aber natürlich machen kann, jetzt kommen wir wieder zum Grundsatz der Medikamentenentwicklung, dem gezielteren Vorgehen. Man könnte doch jetzt hergehen und sagen, wir versuchen bestimmte Bakterienstämme besser sozusagen zu ersetzen. Also vor allem Bakterienstämme, die eben einen guten Effekt haben. Wenn Sie so wollen, eine Art Weiterentwicklung der Probiotika. Und genau das passiert momentan vor allem bei der Colitis ulcerosa, aber auch beim Morbus Crohn. Man versucht jetzt verschiedene Kombinationen von Bakterien herzustellen. Bakterien, von denen man gesehen hat, dass sie bei Colitis ulcerosa Patienten oder Morbus Crohn Patienten vielleicht besonders oft in geringerer Zahl vorhanden sind. Und es gibt da durchaus gerade dieses Jahr frisch publiziert vielversprechende Ansätze, dass man hier zusammen vielleicht mit Antibiotika Heilungsraten bei der Colitis ulcerosa, also Heilung ist vielleicht zu viel, aber Ansprechraten erreichen kann, die ähnlich sind wie moderne Biologika. Also ich glaube, hier werden wir viele interessante Entwicklungen noch sehen, was das angeht. Und vielleicht zum Schluss noch zwei Gedanken, wenn es um Medikamentenentwicklung geht. Ich habe Ihnen jetzt eine Fülle von verschiedenen von diesen Kuchenstücken gezeigt, die so die Weiterentwicklung zeigen. Ich möchte noch einen anderen Gedanken aufführen, das Probieren und das Kombinieren. Wenn man jetzt so viele Medikamente zur Verfügung hat, die alten, die Sie von Dr. Frey gehört haben und dann die neuen Substanzen, dann kommt unweigerlich die Frage, sollen wir nicht verschiedene von denen zusammenfügen und versuchen, mit zwei oder drei sogar von diesen Medikamenten mehr zu erreichen. Genau das macht man ja mit Erfolg bei der Blutdruckbehandlung zum Beispiel. Und wenn man jetzt verschiedene Sachen kombiniert, dann können dann auch mal ganz schräge Dinge rauskommen, so wie von diesem Künstler hier oder der Mangorilla oder diese Schnecke hier. Aber es gibt natürlich auch Kombinationen von zwei Dingen, die so richtig klassisch und gut funktionieren, wie zum Beispiel eben der Gin Tonic. Das ist ein Beispiel von zwei Dingen, die klassisch gut funktionieren. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft Medikamentenkombinationen finden, zum Beispiel Entyvio und S1P, eins von diesen Molekülen, und dass das eine sehr wirkungsvolle Effektivität haben wird, wie jetzt Gin Tonic, vielleicht aber auch nicht. Und der zweite, letzte Gedanke von mir sozusagen ist noch das hier. Wenn Sie jetzt ein Patient sind, der vielleicht schon viele von diesen Medikamenten, die Pascal Frey Ihnen gezeigt hat, durchlaufen hat und das Gefühl hat, da wirkt nichts mehr, dann hat man schnell mal so das Gefühl, ich bin
beinahe oder ein wirklich hoffnungsloser Fall. Und ich möchte Ihnen hier mit dieser Entwicklung noch auf den Weg gehen. Ich glaube, es gibt da wirklich keine hoffnungslose Fälle, gerade wenn man jetzt diese Weiterentwicklung sieht. Es gibt vor allem auch die Möglichkeit, wenn man auf viele Medikamente nicht mehr angesprochen hat, dass man vielleicht vorzeitig im Rahmen von klinischen Studien die Möglichkeit hat, diese Medikamente, die jetzt in Entwicklung sind, bereits früher zu bekommen. Und ich glaube wirklich, dass in den nächsten Jahren wir mehr und mehr Möglichkeiten haben, auch diese vermeintlich hoffnungslosen Fälle besser behandeln zu können. Und da denke ich, ist diese Weiterentwicklung für alle durchaus mutmachend, aber es wird auch sehr unübersichtlich für alle von uns. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier alle am Ball bleiben. Und damit möchte ich schließen und versuchen, nochmal die wichtigsten Punkte, die ich Ihnen versucht habe, auf den Weg zu geben, zusammenzufassen. Also es gibt eine riesige Zahl von neuen Medikamenten. Diese neuen Medikamente sind vor allem gezielter und sicherer und hoffentlich bald auch effektiver als die, die wir jetzt haben. Und es gibt eben die Möglichkeit von Studien. Und ich denke, das ist auch etwas, was man sich immer noch überlegen kann, wenn nichts mehr funktioniert hat. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich dann noch auf den letzten Redner und gebe nochmal zurück zu Stefan. Glück, herzlichen Dank, super Vortrag. Wir haben so ein paar Fragen jetzt reinbekommen. Ich habe als Begleiterscheinung eines Schubes bei meiner Colitis hin und wieder eine leichte angeschwollene Zunge. Was kann ich da machen? Kennst du das? Ich kenne das jetzt nicht typisch als Nebenwirkung oder als Begleitumstand. Wenn überhaupt, kann es beim Morbus Crohn-Patienten vielleicht mal so Zungenschwellungen geben. Ich denke, was wir, also Stefan, du machst das ja auch gelegentlich, was wir manchmal machen bei entzündlichen Beteiligungen im Mundraum, ist, dass wir mit einer lokalen Steroidanwendung versuchen, eine entzündliche Schwellung zu behandeln. Also, dass man vielleicht, so wie man Aften behandeln kann, mit lokalen Steroiden etwas erreichen kann oder mit sagen wir mal mit Mundspülungen, mit der alkoholischen Mundspülung, die man auch bei Aften anwenden kann. Aber sonst ist es sicherlich nicht ganz einfach, jetzt da eine gute Antwort zu geben. Mhm. Dann eine Frage war noch vielleicht an euch beide, Pascal und Luc. Ist eine extrakorporale Photophorese eine Option zur Behandlung von IBD? Also mir ist eine Photophorese nicht bekannt. Vielleicht meint der Zuschauer die Adacolum-Therapie. Vielleicht kannst du was zu Adacolum sagen oder vielleicht zur Photophorese. Vielleicht kennst du da mehr Daten als ich. Ja, Pascal, du bist so, genussvoll am Weitergeben. Ja, ich muss sagen, die Photophorese, da kann ich dir nicht sehr viel zu sagen. Adacolum ist ja die Idee, dass man praktisch wie bei einer Dialyse die Entzündungszellen aus dem Körper über eine Säule laufen lässt. Also man nimmt die Entzündungszellen aus der Blutbahn und versucht, diese zu verändern oder auszusortieren. Frühere Daten waren da sehr ermutigend. Dann gab es da wieder Folgedaten, die das nicht mehr so waren. Jetzt diese Ansätze werden vor allem im asiatischen Raum gemacht. Ich würde mal so sagen, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir von dieser Photophorese oder von dem Prinzip in der Zukunft noch mehr sehen werden. Gegenwärtig hat das hier in der Schweiz und in Europa kaum Stellenwert. Hm. Vielleicht die letzte Frage, bevor wir dann zum vierten Vortrag gehen. Bis anhin haben wir ja vor allem von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gesprochen. Mikroskopische Colitis, vielleicht zuerst Pascal, welche Therapien würdest du bei der mikroskopischen Colitis oder gängige Therapien würdest du bei der mikroskopischen Colitis im Moment empfehlen? Und dann vielleicht eine Frage an Luc, welche zukünftigen Therapien siehst du da für die mikroskopische Colitis? Also es gibt drei Standardempfehlungen. Das erste, wenn Sie fest leiden, möchten Sie ein Medikament und da gibt es nur eine Therapie und das ist das Budesonid. Und das Präparat, was Sie nur einmal pro Tag schlucken müssen, das ist das Budenofalk Uno, darum heißt es Uno. Und das gibt man für 6 bis 8 Wochen und dann hoffen Sie, dass es nützt. Die zweite Empfehlung ist, wenn Sie nicht extrem leiden, können Sie auch darauf setzen, dass Sie mit Nikotin stoppen, falls Sie rauchen, weil ein Nikotinstopp eine Therapie sein kann. Das dritte ist, es gibt gewisse Medikamente, wo man das Gefühl hat, die sind ein Risiko. Säureblocker, Statine, gewisse Antidepressiva.
Ich habe auch schon Patienten behandelt, in denen ich ihnen bei einem mühsamen Verlauf am Schluss auch diese Medikamente weggenommen habe und dann ist die mikroskopische Colitis verschwunden. Aber wenn Sie straightforward gehen möchten und eine mikroskopische Colitis haben, dann brauchen Sie Budesonid. Ja, ich kann dem, was Pascal gesagt hat, natürlich nur wärmstens zustimmen. Der hat die wichtigsten Punkte gut zusammengefasst. Vielleicht kann man noch sagen, manchmal kann man mit dem Quantalan doch noch was erreichen. Vielleicht gar nicht so sehr wegen der mikroskopischen Colitis selbst, aber manchmal ist so ein Gallensäureverlust, spielt da noch eine Rolle. Und es gibt bei den aussichtslosen Fällen oder Fälle, die jetzt auf Budesonid nicht ansprechen und die sind extrem selten, gibt es Daten, dass das Entyvio, das Vedolizumab hier durchaus so die nächstbeste Wahl sein könnte. Aber zum Glück ist das sehr, sehr selten, dass man das überhaupt braucht. Okay. Gut, herzlichen Dank.